dass ihr da seid. Hallo, hallo, willkommen heute zur Geschichte. Hoi miteinander. Ich möchte euch heute die Geschichte erzählen vom Iluma. Der Iluma hat ganz einen besonderen Tag vor sich. Viel Spass! Auf einer Wiese am Waldrand, genau dort, wo ihr manchmal spielend, wohnen zwei Freunde. Schauen genau her. Wo sind sie? Da sind sie ja. Der Perino und der Iluma sind die besten Freunde. Sie helfen einander und spielen den ganzen Tag zusammen. Morgen ist der erste Kinditag. Der Perino ist ganz aufgeregt. Im Kindi hat so viele tolle Spielsachen. Und Signora Talpa ist sicher sehr nett. Ich freue mich so. Aber der Iluma sieht das ganz anders. Die anderen Kinder werden sicher gemein zu mir sein, weil mir meine Kappa einfach nicht auf den Kopf passt und ich sie darum um meinen Hals tragen muss. Ich komme sicher nicht in die Kindi. Farfalina hat alles gehört und lacht laut. Recht hast, schlimmige Schnecken mit einer Kappa auf dem Haus gehören nicht in den Kindergarten. Das ist ja gemein. Jetzt hat der Iluma noch mehr Angst vor dem Kindergarten. In der Nacht kann der Iluma nicht schlafen. Ich will nicht in den blöden Kindergarten. Soll der Perino doch allein gehen? Am nächsten Morgen, beim Morgen, versucht der Perino zum letzten Mal der Iluma für den Kindergarten zu begeistern. Komm doch nur einen einzigen kleinen Tag mit in den Kindi. Ich wäre so traurig, wenn ich allein müsste gehen. Und wenn es dir nicht gefällt, musst du ja nie, nie wieder gehen. Widerwillig stimmt der Iluma zu, den einen Tag mitzukommen. Er will doch nicht, dass sein allerbester Freund traurig ist. Jetzt ist es soweit. Die Kinder machen sich auf den Weg und der Perino legt den Kindergurt an. Ich will den aber nicht anlegen, der ist hässlich, ruft der Iluma. Aber er ist wichtig auf der Strasse, antwortet der Perino, damit die im Verkehr alle Käfer und Flüge gut sehen können. Komm jetzt, wir müssen gehen. Von weitem sehen sie der Kindi. Und dort wartet auch schon die Signora Talpa. Der Iluma wird ihr aber nicht Grüezi sagen. Ich kenne sie doch gar nicht, denkt er. Trotzdem lächelt Signora Talpa freundlich. Du hast aber eine schöne Kappe. Der Iluma freut sich und denkt, oh, ihr gefällt meine Kappe, obwohl ich sie auf meinem Häuschen träge.
Der Iluma fühlt sich schon sicherer und schaut sich ein bisschen um. Komm jetzt, wir schauen uns der Kindi von innen an. Der Perino züchtet der Iluma in den Altbaum. Ich finde es ganz nett hier. Vor allem die Bücherecke gefällt mir gut. Also, ich werde heute mal im Kindi bleiben. Auch draussen gibt es viel zu sehen. So toll, da sind ja ganz verschiedene Kinder. Aber der Iluma traut sich nicht mitspielen. Obwohl er eigentlich so gern wette. Das blaue Kind Cello hat der Iluma gesehen. Piep, piep, spiel doch mit. Der Iluma freut sich. Mit den Kindern zu spielen ist lustig. Und niemand fragt ihn, warum er seine Kappe nicht auf dem Kopf dreht. Jetzt ist es Zeit für den Znüni. Aber, oh Schreck! Der Iluma hat vor lauter Aufregung das Znüni-Täschli daheim vergessen. Zum Glück ist Marie sofort zur Stelle. Kein Problem, ich teile gern mein Znüni mit dir. Nachher basteln die Kinder zusammen einen Zäpfli-Zapf. Der soll ihnen Mut machen für den nächsten Kindertag. Die Kinder dürfen auch etwas malen. Und ein Kind malt für den Iluma eine wunderschöne Blume. Der Iluma vergisst vor lauter Freude grad, dass er doch eigentlich gar nicht hätte wollen in die Kinder kommen. Hui, der Vormittag ist ja schon fast zu Ende. Zum Abschied singen die Kinder das Schlusslied. So wissen alle, dass es jetzt Zeit ist zum Heigo. Nach dem aufregenden Vormittag machen sich der Perino und der Iluma glücklich auf den Heimweg. Und an dem Abend kann der Iluma wieder gut schlafen. Ich glaube, dass ich morgen auch wieder in die Kinder gehe. Ich muss doch meine neuen Freunde besuchen. Und der Zäpfli-Zapf hilft mir denn ja, wenn ich wieder einmal ein bisschen Angst kriege. Das hast du super gemacht, Iluma. Ich wünsche dir ganz viel Spass weiterhin im Kindergarten. Tschüss, 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 tschüss. Schön sind ihr da gsi. Tschüss, 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 tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.